Hallo und herzlich willkommen zum Heimatjournal. Heute vom Wasser, genauer gesagt auf der Dahme. Hinter uns das Schloss Köpenick und neben mir ist Ralf Konrad vom Kanusport Erkner. Und er wird mich begleiten auf der großen Umfahrt im Südosten Berlins, eigentlich rund um die Mückelberge, nicht Ralf? Geht rund es? Um die Mückelberge, ja. Von der Köpenicker Altstadt geht es auf die Regattastrecke Grünau, vorbei an Karolinenhof, dann bis Schmöckwitz. Wir campen und übernachten auf dem Seddinwall, im Seddinsee, gleiten langsam durch den verwunschenen Bosener Graben, kommen über die Müggelspree nach Neu-Venedig und gelangen über Neuhelgeland dann in den Müggelsee und schließlich wieder zurück nach Köpenick. So, lieber Ralf, also 32 Kilometer liegen vor uns. Wie oft sind Sie die Strecke schon gefahren, die große Umfahrt? Ach, komplett schon ein paar Mal, aber auch die Einzelstücke recht häufig. Was finden Sie schön an dieser Strecke? Was ist das Besondere? Ja, wenn man sich in Europa so umschaut, ist einfach diese Kombination von Natur und ja. Stadt. Ja, praktisch in einem Tag oder in zwei Tagen, das hat man sonst nirgendwo. Gut, also machen wir uns auf den Weg und ahoi. Alles frei zugänglich, jeder kann fahren. Es gibt keine Gefahrenstellen in der Hinsicht. Ne? Das Einzige ist eben die Berufsschifffahrt bzw. Motorschifffahrt, da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist es völlig gefahrlos und problemlos. Ich finde, das geht ganz gut in die Armmuskulatur, hoffentlich auch in die Bauchmuskulatur. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen einen Schlag zulegen, denn wir sind ja schließlich auf der Regattastrecke in Grünau. 1936 zu den Olympischen Spielen waren hier die Besten der Welt im Boot unterwegs. Siehst du, und jetzt hätte ich natürlich ganz gern irgendwie noch ein Ruder. Und heute finden ja immer noch Wettkämpfe hier statt. Man sieht ja, hier gibt es ja Bahnen, ja, durch Bojen gekennzeichnet. Und da sind die schnellen Jungs unterwegs. Ne? Da ist schon einer. Hallo, und da ist verabredungsgemäß ein ganz schneller Junge. Das ist Stefan Ulm, Weltmeister, Europameister, mehrfacher deutscher Meister, Olympia-Zweiter. Und jetzt natürlich bei uns hier auch ganz weit vorn. Hallo Stefan. Hallo. Das ist ja für Sie quasi ein sehr vertrautes Gewässer, nicht? Die Olympiastrecke hier, beziehungsweise die Regattastrecke. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier selber aktiv viele Jahre Sport getrieben. Bin jetzt hier auch als Trainer tätig. Und von der Sache her, sage ich mal, habe ich hier eine große Zeit meines Lebens verbracht. Was haben Sie hier für Kämpfe bestritten? Was habe ich hier für Kämpfe bestritten? Zu DDR-Zeiten waren hier noch viele nationale Höhepunkte. Wie die Kinder- und Jugendspartakiade, aber auch andere internationale Wettkämpfe. Seit der Wende ist es leider ein bisschen ruhiger geworden mit großen nationalen Wettkämpfen, sodass momentan im Kanu-Rennsport nur noch Berliner Meisterschaften hier stattfinden. Sie sind quasi jetzt so eine Art Jogi Löw der Kanuten? Nein, nicht ganz, sage ich mal so. Ich bin verantwortlich für die U23-Nationalmannschaft im Deutschen Kanuverband. Das heißt, wir versuchen den jungen Sportlern den Übergang vom Juniorenalter in die Leistungsklasse zu erleichtern, weil es doch ein sehr, sehr schwieriger Schritt ist, weil nach dem Abschluss der Schule nicht nur die Berufsausbildung auf die Sportler wartet, sondern auch eigentlich ein höherer Trainingsaufwand. Und von der Sache her musste man sich da einen Kopf machen und ein Konzept erarbeiten, um den Sportlern quasi den Aufstieg in die Leistungsklasse zu ermöglichen. Und Ralf, auch mal wieder Lust, so ein bisschen Leistungssport zu machen? Ja, ganz abgesehen vom Alter ist es, glaube ich, eine der trainingsaufwendigsten Sportarten, die es gibt. Ne? Wenn ich daran zurückdenke, dann fällt mir das nicht so schwer, einfach nur zum Spaß hier rumzuballern. Wenn wir mal von den Wettkämpfen ein bisschen wegkommen, wir sind ja auf der großen Umfahrt. Haben Sie die auch schon gemacht? Oh ja, als Sportler wurde man da das eine oder andere Mal mit gequält von unseren Trainern damals, die Umfahrt zu fahren. Im Einer, im Zweier, im Vierer. Und
da hat man schon auch die eine oder andere Umfahrt hinter sich bringen müssen. Also Stefan und ich, wir finden die Umfahrt ja schön, weil sie landschaftlich auch so hervorragend ist. Aber als Sportler guckt man doch wahrscheinlich gar nicht links und rechts, oder? Ach doch, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt hier von Grünau. Und das sieht man auch hier an der Regattastrecke. Das ist, denke ich, eine der schönsten Regattastrecken, die wir in Deutschland haben, von der Umgebung her und auch vom Ausstil. Und das zeichnet sich im gesamten Berliner Umland ja immer wieder ab, dass wir hier wirklich ein sehr schönes, seenreiches Gebiet haben, wo es auch Spaß macht zu trainieren, anstatt an einem Kanal, wie es viele andere Athleten tagtäglich tun müssen, zu trainieren. In der Tat, Stefan. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen auf der Regattastrecke. Die ersten Rennen wurden hier übrigens schon 1868 gefahren. Und dann war es quasi die Kaiserstrecke und meist auch bei Kaiserwetter. Und da kamen 50.000 Leute. Also wirklich ein herrliches Terrain hier auf dem Wasser. Wolken, Wind und fette Villen. Rudern in Grünau ist stets auch eine Fahrt in die Geschichte. Einst zählte hier das dicke Portemonnaie und nicht der dicke Oberarm. Wassersport, das war ein bürgerliches Exklusivvergnügen. Das heißt, es führte dazu, dass wenn hier ein Boot gewonnen hat, von, sagen wir, vom Köpnicker Ruderclub, dann haben die erst mal nachgeguckt, ach, da sitzt ja ein Fleischergeselle drin. Der Fleischermeister durfte rudern, nicht der Fleischergeselle. Dann wurde das Boot disqualifiziert. Die Regatta-Premiere war im Jahre 1880 in sogenannten Äppelkähnen. Grünau, die Keimzelle des Wassersports, mit Schiff, Scham und Melone. Auch die Frauen mussten lange warten, bis man sie ans Ruder ließ. Dafür war diese knappe Beinbekleidung bereits in den 50ern erlaubt. Den Ton aber gaben weiterhin die Männer an. Die Regattastrecke ist Berlins älteste Sportstätte, die heute noch betrieben wird. Und keiner kennt sie so genau wie Werner Philipp. 2000 Meter Tradition, die fortlebt, aber manchmal auch schon fast etwas verloren wirkt. In den 20ern gab es hier noch 73 Bootsvereine. Und 29 Gaststätten, 10 Kilometer. Also alle 300 Meter konnten sie anlegen und ein Bier trinken. So, und da war es also keine Schwierigkeit, Anfang der 30er Jahre, ich glaube 1931, hier eine Auffahrt zu organisieren von Hunderten von Ruderbooten. Und das Olympische Komitee hat sich das dann angesehen und war beeindruckt davon. Und das hat mit den Ausschlag gegeben, dass 36 die Olympiade nach Berlin kam. Es sind noch 100 Meter zu rudern. Deutschland liegt noch mit einer Länge in Führung. Ganz klare Wasserarbeit. Schweiz, die Schweiz! Schweiz kann nicht mehr. Deutschland gewinnt die erste Goldmedaille im Rudern im Vierer mit Steuermann. Manches aus der Vergangenheit ist seither hier verschwunden, etwa das Sportdenkmal aus Kaisers Zeiten. An den Koloss auf Höhe der 1000-Meter-Marke erinnert nur noch dieses Schild. Man hatte sich dazu gedacht, Vereine aufzurufen, die Steine stiften, und sie sollten immer einheimische Materialien verwenden, die Vereine. Und dann stand der Name des Vereins drauf und wo er herkam. Und daraus hat man über einem gemauerten Gewölbe dann einen Pyramidenstumpf aufgebaut. Der war schon so mindestens 6 Meter hoch. Und dann kam noch eine stilisierte Kaiserkrone oben rüber und symbolisierte die Einheit des Sports im damaligen Kaiserreich. Die DDR machte dem Denkmal dann den Garaus. 1973 hat die Stasi Kaiserssteine hier versenkt. Während der Rudersport im Westen schon zur Randsportart mutierte, waren die Regatten von Grünau auch weiter große Feste. Im Bauch der Tribüne hütet Werner Philipp seine Schätze. Das Wassersportmuseum ist seiner Sammelwut geschuldet. Hier steht noch ein olympisches Medaillenboot von 1936. Und auch die Steine aus dem Sportdenkmal. Die hat der Rentner nach der Wende eigenmächtig aus dem See gezogen. Ein neues Denkmal ist in Planung. Historisches hat es ihm angetan. Dass das ein altes Boot ist, erkennt man an solchen Schnulli. Sowas hat man später alles nicht mehr gemacht. Ja, so ist es. Der Mann ist 76, sein Boot ist 100. Rudern in Grünau ist eben stets auch eine Fahrt in die Geschichte.
Ja, jetzt haben wir das Strandbad Grünau hier und drüben das Strandbad Wendenschloss. Und jetzt geht es langsam rein ins Grüne. Wir lassen die Berliner Vorgärten hinter uns und jetzt geht eigentlich der Naturgenuss richtig los. Wir haben Kurs genommen auf Richters Horn hier am Langen See gegenüber die Müggelberge, die wir umfahren letztendlich. Und jetzt sind wir angelandet in Richters Horn. Und waren Sie schon mal hier? Ich war noch nicht hier. Nein, hier. Ja. Lassen Sie sich nicht täuschen hier von Schwarz-Rot-Gold. Hier ist Wildwest im Südosten Berlins. Hören Sie schon? Ja? Das ist die richtige Musik und zwar für den Line Dance. Und den schauen wir uns jetzt an. Schon mal ganz gut, ne, Ralf? So, dann müssen wir jetzt noch mal die Chefin finden. Das ist nämlich die Tanzlehrerin Stefanie Schmidt. Da ist sie. Hallo, Frau Schmidt. Hallo. Was sehen wir gerade? Was ist das für ein Tanz? Line Dance. Das ist klar. Also kein Square Dance. Ja. Hat der einen besonderen Namen? Der Tanz heißt Irish Stew. Irish Stew. Stefanie, also bei diesem Irish Stew, wie viele Schritte muss man im Kopf haben? 48. 48, bevor die sich wiederholen? Bevor die sich wiederholen, ja. Also das ist eine echte Konzentrationsaufgabe. Konzentration, und ja. Und immer lächeln. Immer lächeln. Und dabei natürlich auch entsprechend gekleidet sein. Ne? Wir gucken mal ein bisschen hier in die Runde. Also man sieht natürlich den einen oder anderen Westernhut hier. Ne? Guten Tag, hallo. Sind Sie ansprechbar? Ja, immer. Ja. Wie lange machen Sie das schon? 10 Jahre. Und sind offensichtlich ein richtiger Western-Fan. Ja. Das kann man so sagen, ne? Ja, aber. Das heißt, den Irish Stew haben Sie drauf? Ja. Da müssen Sie nicht mehr nachdenken? Nein. Ah, okay. Also dann, klapp, klapp. Was macht Ihnen denn besonders Spaß? Was macht Ihnen besonders Spaß an diesem Tag? Die Gemeinsamkeit der Leute hier so wunderschön. Gemeinsamkeit der Leute, genau. Man tanzt nämlich auch zusammen. Also, nicht nur Füße, auch Hände müssen im richtigen Takt bewegt werden. Wäre das auch was für Sie, Ralf? Ach, wieso eigentlich nicht? Ne? Aber man muss den Rhythmus erst wieder finden, wenn man aus dem Paddelboot aussteigt. Ne? Man ist untenrum so ein ganz kleines bisschen angeschlafen, ja. Stimmt. Liebe Frau Schmidt, warum machen Sie das eigentlich hier an Richters Horn, also in diesem Westernlokal? Ja, das ganze Flair stimmt einfach und die Leute sind hier alle ganz nett und ja. Das heißt also, Line Dance braucht schon einen Western-Club, ja? Genau. Okay, dann danken wir Ihnen und Ralf und ich begeben uns wieder aufs Wasser und versuchen das jetzt mal im Irish Stew-Schritt in diese Richtung, ja? Tschüss, man ist gut. So, Ralf, mit den Schuhen. Mit den Schuhen. Ralf, irgendwie doch
schöner und ruhiger auf dem Wasser. Sie fühlen sich auch ein bisschen wohler hier, ne, als auf der Tanzfläche, oder? Eindeutig, ja. Eindeutig, ja. Wir sind ja jetzt immer noch auf der Dahme. Das heißt also, hier, wo die Dahme den langen See bildet. Ja. Jetzt geht's in Richtung Süden immer weiter, Richtung Schmöckwitz. Aber dann nicht rechts in den Zeutner, sondern links in den Sedin, ja? Genau, wir fahren an den Sedinsee runter. Nicht, dass wir rechts fahren. Wenn wir rechts fahren, dann landen wir irgendwann im Spreewald. Nee, das, so weit wollen wir ja nicht. Wir bleiben ja innerhalb Berlins. Das ist ja das Erstaunliche bei unserer großen Umfahrt hier rings um die Müggelberge. Und dann kommen wir in den Sedinsee. Das ist ja auch irgendwie ein besonderer See. Ne? Der hat ähnlich wie der Lange See auch so ein paar schöne Inseln oder so. Ja, der hat auch eine Insel, auf der man zelten kann. Das ist was Besonderes. Ja. Ja. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Wir kommen und legen am Sedinwall an, jener geheimnisvollen Insel. Ja, darf man so drauf fahren hier? Sedinsee. Ja. Ups. Jo, boah. Anlanden auf Sedinwall. So, Ralf, und das ist die Inselbürgermeisterin. Hallo, Frau Reichenbach. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen? Ja. Hallo, Frau. Das ist übrigens Ralf Konrad. Er ist mein Partner quasi. Er hilft mir zu überleben auf den Berliner Gewässern, weil er ist nämlich der Kajak- und Kanu-Spezialist und hilft mir wirklich voranzukommen. Das ist übrigens auch jemand, der sich mit Kanus sehr auskennt. Ne? Sie, ja. Das sind alles Kanuten hier, ne? Alles, die hier auf der Insel sind, sind Kanuten. Zum Teil sind auch Freundschaften mit dazugekommen. Aber der Ursprung ist wirklich bei den Wasserwandern-Kanuten zu sehen. Das heißt, viele sind schon als Kind hier groß geworden. Ja. Als Erwachsene haben sie jetzt Funktionen übernommen, zum Beispiel ich. Bürgermeisterin. Wo ist denn Ihre Bürgermeisterei? Also sozusagen also Mindset, Ihre Residenz. Sind Sie dort oben? So, Heimatjournal Ghost Dschungelcamp. Ralf, Sie kennen die Insel ja? Ich war schon öfter hier, aber eigentlich nur zum Picknicken hier. Ne? Also das geht als Wasserwanderer, als Paddler darf man hier anlanden und picknicken unten am Strand. So, Frau Reichenbach, das ist also Ihr schönes Rathaus. Darf ich Ihnen meine Residenz zeigen? Auf Wunderbar. Jeden Fall. Sehr schön. Wie wird man Bürgermeisterin? Wird man gewählt? Erbt man das als Prinzessin von Vater oder Mutter? Oder? Nein, also von Vater und Mutter überhaupt nicht. Meine Eltern kommen zwar auch vom Wassersport, aber man wird gewählt von den einzelnen Dauerzettlern, die hier sind. Wir sind in den einzelnen Vereinen gesammelt, treffen uns dann und dann gibt es eine ordentliche Sitzung, Versammlung etc. Das gehört zum Verein dazu. Genau. Und Sie leben im Rathaus? Ich lebe hier. Das ist mein Zuhause. Wie lange schon? Wenn ich so richtig zurückdenke, mit allen Pausen dazwischen, bestimmt schon 30 Jahre. Jeden Sommer auf der Insel? Nein, nicht nur. Ja. Man hat auch noch andere Ziele, aber ansonsten größte Zeit hier. Toll. Und ich sehe, da sind noch mehrere Zelte. Und was ist dort drüben? Das ist unsere Kassierung. Kassierung? Das heißt, genau, wenn Sie jetzt hier übernachten möchten, dann müssen Sie sich bei dieser Dame melden. Und ich sehe, die Kassierung, die Rezeption ist gleichzeitig Wellness Center hier bei Ihnen, ein bisschen? Ja, wie Sie sehen, der Herr genießt es auch. Ja. Was kostet denn die Nacht hier beispielsweise? Muss man zahlen? Also Sie müssen hier einen Obolus entrichten von, wenn Sie nicht LKV-Mitglied sind, von 2,50 Euro. LKV ist der Landeskanuverband? Landeskanuverband Berlin. Und für das Zelt noch mal extra 1 Euro. Ja. Sollten Sie aber einem Verein angehören, ja, dann kostet die Übernachtung für Sie nur 1,50 Euro und für das Zelt 50 Cent. Frau Reichenbach, das sieht alles, ich sag mal, naturbelassen aus hier. Das ist naturbelassen, weil es soll eigentlich auch so sein, weil es ja ein Naturzeltplatz ist. Hm. Und wenn Sie möchten, kann ich Sie gerne zu Sportfreunden, die gerade anwesend sind, mal vorbeibringen. Ja, okay. Dann können wir auch schon mal Kontakt aufnehmen. Genau. Einen kleinen Weg hier. Ja, genau. Gibt es hier eigentlich irgendwie auch Strom oder so etwas? Überhaupt keine Leitung nicht. Gesehen, nee? Strom gibt es hier nicht. Es gibt hier nur Wasser aus Pumpe und Toiletten, die man als Plumpsklos bezeichnet, aber sauber und ordentlich sind. Unsere Sportfreunde sind beim Spielen. Hallo, dann muss ich mal ganz kurz auf den Tisch klopfen. Hallo. Hallo. Ich sehe, dass die Zelte, Ralf, ich meine, das ist Ihnen auch schon aufgefallen, ne? Die sind alle irgendwie doppelt. Also das heißt Zelt auf Zelt, ne? Immer so ein Sandwich-Prinzip. Warum eigentlich? Das ist Überzelt, als Regenschutz gedacht. Bei Unwetter, dass nichts reinregnet oder durchregnet, wie auch immer, falls mal ein kleiner Ast runterfallen sollte, nicht gleich durchs Zelt biegt. Ja. Deswegen ist das als Schutzfunktion gedacht. Also mit Komfort darf man hier offensichtlich nicht rechnen, ne? Also da müssen wir überhaupt einstellen. Nicht. Das ist überhaupt Natur nicht. Hier. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Dann darf ich Sie zu Ihrem Zeltplatz bringen. Ja. Sie haben jetzt die Wahl, rechts oder links.
Okay, sind ja beide so schön. Nehmen wir rechts. Nehmen wir mal links. Wir gehen rechts. Nee, rechts nehmen wir, ne? Da haben wir noch ein paar Nachbarn dann, ne? Genau. Ich habe übrigens hier, Frau Reichenbach, ein Zelt mitgebracht. Ralf hat das auch noch mal. Und zwar sogenanntes Klappzelt, weil ich mit den Gestängen immer nie klarkomme. Mhm. Und das wirft man nur und dann, oh, dann ist es quasi schon da. So. Dann können wir hier schön reinkriechen. Mhm. Ja. Wie sieht es mit Mücken aus, übers Frau Reichenbach? Da sollten Sie Mückenschutz benutzen. Okay. Ja, aber erstmal den Mückenvorhang vor. Den Mücken sonst sind die schon drin. Gar keine reinlassen. Sonst sind die nämlich schon drin. Super. Aber es ist ja noch so schön hell. Wollen wir jetzt noch nicht in unsere Zelte krabbeln, ne? Ralf? Ja. Liebe Frau Reichenbach, dann dürfen wir uns erstmal ganz herzlich bedanken. Bei der Inselbürgermeisterin. Und machen Sie nachts Kontrollgänge, um mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist? Nein, die machen wir nachts nicht, aber trotzdem gibt es bei uns gewisse Regeln, die einzuhalten sind. Okay. Das heißt, Ihr Müll nehmen Sie bitte selber mit. Ja, machen wir. Feuer wird nicht gemacht, wir sind im Wald. Jawohl. Und ansonsten sind wir dann wunschlos glücklich. Gut, wir auch. Dankeschön auch nochmal für die schöne Aussicht. Ja, genau, ja, direkt am Wasser. Auch. Ja. Und hoffe, dass Sie schönes Wetter behalten. Ja. Wir gehen jetzt nochmal runter ans Wasser ein bisschen. Ne? Ja, ja, okay, gerne. Ja. Fantastisch, ne? Jetzt ein bisschen ausruhen. Aber Sie sind ja paddeln gewohnt, ne? Ja, ja, eigentlich schon. Aber so für Sie jetzt, den ersten Tages, merkt man, spürt das dann schon, ja? Ja, oder? Ja. Man Muckis bekommen. Ja. Ich merke, wir sind nicht die Einzigen, die so hier jetzt den Feierabend genießen. Wir wollen es nämlich stärken, wir wollen ja noch morgen weiter. Ja, ja, wir müssen mal schauen, ob die Getränke auch wirklich noch kalt sind. Ja, und ob die Mücken uns die Nacht nicht zur Hölle gestalten. Ja, ja. Ja. Und dann geht es nämlich morgen weiter auf der großen Umfahrt hier von dieser Insel weiter Richtung Köpenick. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag, ein neues Kanu- bzw. Kajakglück. Und wir begeben uns jetzt auf den zweiten Teil unserer Reise. Die Nacht war gar nicht so schlimm, ne? Ging, ne? 3-4 Mückenstiche, das war's. Ja? Ja, also sind wir wirklich glimpflich weggekommen. So, und jetzt geht's erstmal weiter über den Sedinsee, dann durch den sehr verwunschenen Gosener Graben. Wir kommen dann in die Müggelspree, fahren durch Neu-Helgoland und Neu-Venedig. Dann, und da kann es manchmal gefährlich werden, wenn es windig ist, auf den großen Müggelsee. Jo, na? Richtig. Und dann geht es wieder zurück in die Altstadt von Köpenick. Also eine spannende, eine schöne Strecke. Also dann hauen wir rein. Ja! 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 Den ersten Teil unserer zweiten Etappe beginnen wir ja in sehr ruhigem Gewässer. Ralf, wo sind wir jetzt hier? Ist ja, noch Sedinsee? Das ist noch der Sedinsee, der letzte Rest vom Sedinsee. Und geradeaus geht es in den Gosener Graben. Und was wir hier sehen, zumindest Teile davon, das ist eine der größten Trauerseeschwalbenkolonien. Dazwischen ein paar Möwen und Haubentaucher, wie ich das da drüben sehe. Ja. Und diese Schwalben, ist es was Besonderes? Sie sind sehr selten. Ja. Also das ist nun wirklich nichts Alltägliches. Wir müssen jetzt auch vorsichtig sein. Wir dürfen also auch nicht in diesen Teich, Seerosenbereich reinfahren, weil die brüten dort drin. Ich finde, allein schon dieser Seerosenteppich ist wirklich nichts Alltägliches. So einen großen habe ich noch nie gesehen. Das ist unglaublich schön. Mhm. Man muss auch aufpassen. Ne? Da dürfen wir jetzt nicht rein, ne? Nein, nein, nein. Also wir müssen ganz vorsichtig vorbeifahren, keine Wellen produzieren. Und auch jeder, der hier mal in die Gegend fährt, sollte wirklich aufpassen, dass er hier sich ganz ruhig verhält. Sollte man den Flugzeugen da oben mal sagen, ne, die von Schönefeld kommen. Ja, ja. Und Sie sind sicher, das ist der richtige Weg, der Gosener Graben. Sieht alles so ein bisschen verwunschen aus. Ja, ja, sicher. Also noch 2-3 Kilometer und wir sind wieder auf dem Demeritzsee draußen. Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Dieser Graben offensichtlich auch. Was für Wasser fließt hier?
Das ist eigentlich, deswegen haben wir hier auch diese Entengrütze nicht mehr, das ist eigentlich Wasser, was von der Spree rüberdrückt, hier Richtung Dahme. Ja, da ist ein ganz kleiner, leichter Durchfluss drin und deswegen ist hier auch das Wasser auch recht klar. Man erwartet ja eigentlich jetzt nur noch Alligatoren, die vom Ufer blitzschnell ins Wasser gleiten. Das hat alles was von Everglades, Mississippi Delta. Das ist ja einmalig wohl, ne? Ja, ich habe mir auch schon mal gedacht, vielleicht mal so ein größeres Alligatorenexemplar hier reinzusetzen. Dann hätte man zumindest die Sommerschlagzeilen in den Zeitungen mit den großen Buchstaben. Ja, apropos Schlagzeilen. Man erzählt sich ja auch die gruseligsten Geschichten, ne? Also irgendwo habe ich auch was von Wildschweinen gelesen. 13 Wildschweinkadaver aus dem Gosener Graben geholt. Ja, also nach dieser langen Kälteperiode, als hier alles zugefroren war, gab es hier ein großes Wildschweinsterben, weil die offensichtlich ihre alten Pfade übers Eis gehen wollten und irgendwie dann überrascht waren, dass das Eis nicht mehr so stabil war. Die Enten sind ja wirklich hier sehr possierlich. Wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann sieht man ja an den Rändern des Grabens, dass das sozusagen von Menschen gemacht wurde. Aber offensichtlich wird das alles jetzt der Natur überlassen. Da sind Kanäle, die sind geschlossen, Brücken abgerissen. Ja, also die meisten Nebenkanäle sind jetzt zu, aber der große Graben, der wird immer schon noch ausgeräumt. Also wenn man den nicht ausräumen würde, das Altholz nicht rausholen, dann wäre der innerhalb von 2 Jahren zu. Also dann liegt es an meinen Fahrkünsten. Ich bin hier schon gelegentlich über Baumstämme geschraubt. Ich habe schon gehört, krrrk. Ja, man lässt schon mal ein paar Baumstämme im Wasser drin. Ja, schon allein wegen der Romantik wahrscheinlich. Ja, das finde ich aber auch. Ich meine, sehr romantisch ist es ja tatsächlich hier. Das ist ja ein richtiges Paradies für Paddler. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das Schöne ist auch, man erreicht so schnell. Man kann also über Erkner, man fährt nach Erkner, leiht sich da ein Boot oder setzt mit dem eigenen Boot ein und paddelt in einer halben Stunde hierher. Ja. Was ja das Merkwürdige ist, es ist teilweise ganz ruhig und es riecht ja auch so merkwürdig. Also ein bisschen modrig. Ja, ich würde jetzt sagen, eher wie im Gewächshaus. Also es ist eher so wie im botanischen Garten im Gewächshaus. So. Also wenn man mich jetzt hier aussetzen würde, ich würde hier nicht wieder rauskommen aus diesem Dschungel. Das ist wirklich wie ein Dschungel. Ja, zumindest sieht es so aus. Auf der anderen Seite ist es eigentlich so, man muss immer nur der Nase nachfahren, den Kanal entlang, dann ist man wieder irgendwann in der Zivilisation. Dafür ist man in der Nähe von Berlin. So, jetzt gibt es hier Gegenverkehr, obwohl da vorne ein deutliches Schild vom Demeritzsee ist, dass man hier nicht reinfahren darf. Ja, die sind ja nicht motorisiert, die Schwäne. Die sind nicht motorisiert. Und wenn meine Ohren mich nicht täuschen, höre ich schon wieder das vertraute Geräusch von Motorbooten. Die Motorboote sind ja hier verboten, ne? Also die sind muss hier direkt im Gosener Graben sind die Motorboote verboten. Also muss es der Demeritzsee sein, ne? Ja. Lieber Ralf, es war eine ganz schöne Strecke, dieser Gosener Graben. Also es war nicht vom Pappe. Gott sei Dank sind wir jetzt hier auf dem Demeritzsee. Jo. Was für ein Wasser fließt jetzt hier? Das ist eigentlich eine Spreeverdickung, ähnlich wie der Müggelsee. Links geht es dann in die Spree rein und rechts geht die Spree hoch bis nach Fürstenwalde und geradeaus nach Erkner. Wir blinken links, wir wollen nämlich hier runter, also Richtung Müggelsee. Und die Spree lässt sich eben sehr, sehr viel Zeit, verzweigt sich überall, bildet Abzweige und Kanäle. Und man weiß ja, Berlin hat mehr Brücken als Venedig. Und bei so vielen Kanälen heißt folgerichtig hier auch ein Berliner Ortsteil Neu-Venedig. Soll ich drüber? Ja. Wer nach Neu-Venedig will, kommt an ihn nicht vorbei. Der Gondoliere heißt Ronald Kebelmann. Auf Zuruf setzt er über bei Wind und Wetter. Seine Fähre fährt nach Plan. Jeden Tag macht er den Brückenschlag mit Muskelkraft bis 18 Uhr. Hier, ja. Das ist ein schwerwichtiger Mann, da kann er nicht schief gehen. Und wenn er den Kahn richtig dreht und dann auch richtig in den Wind stellt, dann geht das fast von alleine. Wenn nicht allzu viele Leute drin sitzen. Das ist richtig. Manche rufen, manche winken. Und manche singen wie auch ein kleines Liedchen. In Neu-Venedig nebenan mit seinem verzweigten Kanalnetz und den 12 Brücken finden die Städter ihr Wochenendglück. Man wohnt am Lagunenweg oder Rialtoring. Es klingt nach italienischer Lebensart, nur eben ausgestattet mit deutscher Gemütlichkeit. Elsbeth Schulze mit ihren 90 Jahren wohnt hier schon lange. Sie prüft die Wasserqualität, bevor es ins Wasser geht, und die ist gut, findet sie. Kommt aufs Wetter drauf an, denn gleich aus dem Bett geht's gleich ins Wasser. Ja, noch eine geschwommen. Das hält ja jung.
Die Freude über den Besuch auf dem Wasserwege ist nicht immer so groß. Etwa wenn bei Sonne Bootsfahrer hier aneinandergereiht und geniert über die Gartenzäune schauen. Seit 1926 finden Berliner hier ihr Wochenendglück, als das ursprüngliche Sumpfgebiet durch Kanäle trockengelegt wurde. Kurt Mehl, der gerade ein wenig feiert, erinnert sich. Meine Eltern sind seit 1949 hier. Ja. Angefangen mit Umragulen hier, erstmal alles urbar machen. Hier war eine Stufenbrücke, da sind sie gar nicht anders rangekommen. Da sind wir mit einem LKW bis da rangefahren und dann mit einem Brahm, mit so einem Ponton, dann das Material hierher gefahren. Und das ist rausgekommen dabei. Das ist hier unsere Veranda. Da spielt sich das meiste ab. Küche ist eine Einmannküche und für hier reicht es voll und ganz. Das ist kein Gewächshaus, das ist. Das spielen wir Karten. Kartenspielen und alles so weit. Ja, das ist unser Heim. Ein Heim, das sich an der nächsten Kanalecke auch Johannes Ellinger geschaffen hat, nebst Vogelhaus. Nach dem Mauerbau, ja. Da haben die hier in Köpenick die Grundstücke, die Westberliner gehörten, die haben die vergeben irgendwie, also damit die bewirtschaftet wurden. Ja, und da haben wir eben hier nur unseren Lebensabend, ne, in dem Alter. 40% waren Westgrundstücke, etliche sind nach der Wende wieder an die Alteigentümer zurückgegangen. Zum Beispiel an den norwegischen Ruderclub, der kaum 100 Meter weiter etwas versteckt angesiedelt ist. Er feiert mit einem Gottesdienst seinen 103. Geburtstag schon. Gegründet 1907 von überwiegend norwegischen Studenten, die an der Technischen Universität studierten. Norwegen war da gerade selbstständig geworden und es gab einen Nationalstolz, der so Konjunktur hatte. Und man meldete sich dann aus diesem panskandinavischen Gymnastikverein hier und machte seine eigene Sache. 1993 konnte der norwegische Ruderclub wieder einziehen. 50 Mitglieder zählt er. Es gibt eine Bedingung, um hier Mitglied werden zu dürfen. Man muss dann eine skandinavische Sprache sprechen, einigermaßen beherrschen, um aufgenommen zu werden. Das also ist Neu-Venedig, ein Paradies für Wasserfreunde, das man am besten auf dem Wasserwege erreichen kann. So, Ralf, jetzt haben wir den kleinen Müggelsee hinter uns gelassen. So ist es, und den großen Müggelsee direkt vor uns. Jetzt wird's ernst, sagen also manche Binnenschiffer zumindest. Ja, nicht bei diesem Wetter, aber es kann schon heftig werden hier draußen. Und was kann heftig werden hier auf dem Müggelsee? Ja, je nachdem, wie der Wind steht, gibt's hier recht heftige, kurze, hohe Wellen. Ja. Da muss man schon aufpassen, ja. Worauf muss ich denn als Paddler ohnehin achten, wenn ich so unterwegs bin? Denn wir haben ja gerade gesehen, also wir sind ja nicht allein, ne? Ja, erstmal die Berufsschifffahrt, aber jetzt bei heftigerem Wind sollte man zumindest als Anfänger sich dann eher in Ufernähe halten, weil jetzt mitten im See kentern und dann nach draußen schwimmen, das ist schon ein gewisses Vorhaben. Also, ja, Berlins größtes Gewässer liegt vor uns, da weitet sich das Auge, das ist richtig schön. Und jetzt nehmen wir so Kurs auf Friedrichshagen, ja. Gucken wir mal, jetzt ist ja relativ windstill, aber theoretisch könnten wir auch, wie ich sehe, Sie haben ja einen Zusatz mitgebracht, auch segeln, ja? Wir probieren es einfach mal, ob das bisschen Wind unser Segel füllt. Ah, da kommt schon der Berufsschiffer, ne? Ich höre schon einen Hupen hinter mir. So, und was machen wir jetzt damit? Ja. Na? Ah, es funktioniert. Funktioniert. Genau, wir segeln. Hey, also ein bisschen Wind ist ja da. Also für mein Paddelboot reicht es nicht aus. Ich glaube, der Ralf hat schon ganz schön... Der macht schon ganz schön Tempo jetzt. Also ich nehme die Paddel und jetzt geht es von hier Richtung Friedrichshagen über den Müggelsee.
So, nach der großen Seefahrt über den Müggelsee kommen wir jetzt hier in Friedrichshagen wieder an einen Ort, wo die Spree sich wieder ins Flussbett zwängen muss. Und genau an dieser Stelle, hier unter mir, kann man quasi trockenen Fußes die Spree unterlaufen. Das ist ein ganz besonderer Tunnel, der ist schon im letzten Jahrhundert, in 20er Jahren gebaut worden, in der sogenannten Senkbauweise. Das heißt, also, man hat einen Senkkasten gebaut, man hat den Tunnel an Land fertiggestellt und dann abgesenkt. Und das ist einer von insgesamt 15 Tunnels, die so hier in Berlin unter der Spree entlanglaufen. Und wir bewegen uns weiter Richtung Spreearche. Sehen Sie, Ralf? Ich komme. So kann man auch rüberkommen, ne, mit einer Fähre. Schön. Hallo? Ah, ja, Musik gibt's auch. Tachchen, hallo, wir sind vom Heimatjournal. Hallo, RBB Fernsehen. Und ja, mein Kanu-Partner Ralf und Sie sind ein bisschen Frank, konnte sein. Richtig. Genau. Tachchen. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Ich wollte immer schon mal her, ne? Das sind die ganzen letzten Jahre. Und ja. Endlich hat's geklappt. Ja. Ja. Also wir sind nun auf Paddeltour gewesen die ganze Zeit und jetzt wollten wir hier mal ein bisschen einkehren. So ein schönes Häuschen, sogar mit Dachterrasse. Und das haben Sie gebaut? Das habe ich mit einem Kumpel zusammen gebaut, ja. Warum baut man ein Haus und eine Gaststätte mitten aufs Wasser? Das ging ja auch vielleicht am Ufer. Ja, da war kein Platz für mich. Ja. Da habe ich das auf Pontons gestellt und hier verankert. Ja. Das ist sicher auch ein langer Kampf mit Behörden. Und ja, das hat sich mittlerweile aber nicht jetzt erledigt. Ja. Ja, das war nun nie einfach, das ist klar. Er kennt sich da aus. Ja. Ja. Er weiß, wie schwierig es auf dem Wasser ist. Und die Gäste kommen jetzt also entweder mit dem eigenen Boot oder können hier mit der Fähre so rübergebracht werden. Genau, da oben, da drüben steht das Schild mit der Klingel. Die machen sich über die Klingel bemerkbar. Wenn es klingelt, komme ich bzw. ein Fährmann raus und holt die Schifffahrt zu über. Frank, sind Sie irgendwie vorbelastet? Sind Sie mal zur See gefahren? Sind Sie Zimmermann? Sind Sie Hausbauer? Wie kommen Sie dazu? Also ich bin Skandinavien-Fan. Ich kenne diesen Blockhaus-Stil. Ja. Der hat mir immer gefallen. Ich wollte immer so was haben. Und dann kam mir die Idee, wo die Schubleichter hier, also das ist ja ein ehemaliges Schubboot, die standen zum Verkauf und da dachte ich, da brauchst du so ein Ding drauf. Großartige Idee. Ja. Ich glaube, es ist einmalig in Berlin, ne? Also, ich hab's noch nicht gesehen. Nee. Deswegen war der so schwer. Ja, ja, dann gucken wir mal. 9 ist immer schwer. Ja, 9 ist immer schwer. Alles, mein Lieber, massiv. Holz schwimmt. Und nicht nur Skandinavien-Fan, sondern offensichtlich auch Sammler. Wo kriegen Sie diese maritimen Stücke her? Oder diese? Ja, die sammelt man so. Ja? Trödelmärkten, alles, was hierher passt, ja, was maritim ist, das hole ich mir schon. Ich habe schon gedacht, er fängt seine eigenen Aale hier für die Speisekarte hier. Dafür ist es ein bisschen eng geworden hier in der Spree. Ja. Ja, der Fisch ist ein bisschen weiter her, Viktoriasee. Morsch. Gut, und es gibt natürlich die besten Plätze oben. Ne? Oben auf dem Sonnendeck. Auf dem Sonnendeck. Ja. Jawohl, mit dem besten Sonnenuntergang und mit Musik. Von ganz Berlin. Und mit Musik heute. Ja, klar. Zieh hoch. Komm, Ralf. Ich finde das einen wirklich schönen Zufall und so war es wirklich, dass wir euch hier getroffen haben, auf dem Wasser. Spielt ihr häufiger am Wasser? Wir sind das Spreetonorchester. Das Spreetonorchester? Weil wir nur zu zweit sind heute. Aber wir sind das Spreetonorchester und da sind wir logischerweise an der Spree. Wie groß ist das Orchester normalerweise? Na, wir sind zu fünf zurzeit. Es wird vielleicht noch größer, ich hoffe mal, es wird noch größer. Zurzeit sind wir zu fünf. Und Profimusiker, wie man hört, ganz offensichtlich. Naja, wir machen nichts anderes, sagen wir mal so. Und sehr häufig auch am Wasser. Sehr häufig am Wasser, sehr häufig an der Spree. Hier die Spreearche, kannten Sie die vorher schon? Nein, aber wir waren total neugierig. Wir sind durch den Spreetunnel gekommen, haben das Schild gesehen, Spreearche, da müssen wir hin. Unbedingt. Und dann, so sind wir hier gelandet. Das finde ich ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank und wir werden gleich noch was von euch hören.
das gibt's nur einmal. Das kommt nicht wieder. Das ist zu schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder. Vom Paradies ein goldener Schein. Das gibt's nur einmal. Das kommt nicht wieder. Das ist vielleicht nur Träumerei. Das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist's morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben. Denn jeder Frühling hat nur einen Mai. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Es ist so schön, um wahr zu sein. Ist für Sie, Frank, dann auch ein Traum in Erfüllung gegangen mit der Spreearche hier? Sicherlich, ja. Schließlich habe ich ja 4 Jahre dafür gekämpft. Und dran gearbeitet? Und dran gearbeitet, ja. Hat ja auch eine behördliche Geschichte, hängt ja damit auch zusammen. Das ist mittlerweile geklärt. Ja. Und ich denke, das hat sich gelohnt. Ja, wenn ich sehe, wie das ankommt bei den Leuten mittlerweile, die kommen ja nicht her. Der Gaudi mit der Fähre, da drüber und über. Insofern, ich denke, es gibt schlimmere Arbeitsplätze. Das finde ich auch, ne? Also an der Spree lässt es sich doch herrlich nicht nur arbeiten, sondern eben auch sitzen. Ne? So ist es. Wir haben ja schon ein paar Kilometer Spree und Dahme jetzt hinter uns. Ralf, wie war das eigentlich jetzt für Sie? Welches war der schönste Abschnitt dieser 32 Kilometer große Umfahrt rund um die Müggelberge? Na, für mich ist immer das Schönste die Natur natürlich. Also heute Morgen, gerade der Abschnitt mit den Trauerseeschwalben, das war schon einmalig. Ja. Ich war ja ganz überrascht, dass es da also ein Western-Restaurant gibt an der Dahme. Dann fand ich also auch faszinierend diesen Dschungel, diese Everglades, den großen Ergraben, dieses Verwunschene. Und die Größe des Müggelsees hat mich dann doch überrascht. Also das ist grandios. Und ein schöner Schlusspunkt ist natürlich hier die Spreearche. Ja, also wirklich, um nochmal Danke zu sagen. Vielen Dank, Ralf, natürlich nochmal für die Begleitung auf dem Kanu. Ohne Sie hätte ich es bestimmt nicht geschafft. Ein paar Muskeln sind dazugekommen. Ich darf mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Das war das Heimatjournal. Große Umfahrt um die Müggelberge auf Dahme und Spree im Kanu. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Musik, meine Herren, vielleicht nochmal.